Ach nee, das ist ein Duochrome. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen, äußerst spontan, äußerst schnellem Video. Eben hat es bei mir an der Tür geklingelt und die neue Mrs. Bella und BH Cosmetics Kollektion ist eben eingetroffen. Ich dachte mir aber, solange es die Sachen noch gibt und stand jetzt um 10, ist es gibt sie noch, dachte ich mir, ich gebe euch das Video, damit ihr schnell entscheiden könnt, ob ihr sie haben wollt oder nicht. Und ja, Freunde, ich bin ganz gespannt. Zuallererst herzlichen Glückwunsch Bella, herzlichen Glückwunsch BH Cosmetics. Richtig coole Kollektion, das, was ich so auf den ersten Blick sehe. Und das PR-Paket, ich blende es euch einmal ein. Freunde, wow, das ist so PR-Paket, ne? Flasche Champagner, ein riesen Paket voll mit Make-up. I love it. Vielen herzlichen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. Freunde, falls ihr hier neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich lade durchschnittlich 3-mal die Woche hoch, im Moment ein bisschen öfter, aber es macht einfach im Moment super viel Spaß, neues Make-up zu testen, meine Kollegen zu supporten, meine Produkte euch zu zeigen und alles so ein bisschen zusammen mit euch zu teilen. Und jetzt, Freunde, geht es los. Die Kollektion ist riesig. Wir haben 3 Lipglosse, wir haben 2 Blushpaletten, eine Highlighterpalette und eine Lidschattenpalette. Ich würde vorschlagen, wir fangen als erstes mit den Basics an, Blush und Highlighter. Da gibt es nämlich 2 Paletten. Einmal haben wir hier die Rosy Palette mit 3 verschiedenen Farben. Die sehen auf den ersten Eindruck alle matt aus und die Farben sind richtig krass. Das kommt in der Kamera fast gar nicht so rüber. Das ist wirklich so ein Hot Pink und dann 2 etwas alltagstauglichere Farben. Das Packaging ist wirklich schön. Also wir haben ganz schlichten Pappkarton mit so einer schönen Hot Foil Metallic Folie, Mrs. Bella Rosy. 3 Farben sind mit drin. Und die Preise, muss ich sagen, ich war sehr überrascht, wie günstig die Sachen waren. Also auch, ich habe alles selber gekauft und mit meinem Code Maxim10 kann man auch auf Influencer-Kollaborationen sparen. Das heißt, ich habe für alles, was ich bestellt habe, ich glaube nur 64 Euro ausgegeben mit dem Code. Damit unterstützt ihr mich natürlich. Fand ich richtig gut. Dann haben wir hier noch einmal die Peachy Palette und da ist das Metallic hier so ein kleines bisschen anders. Auch hier, die Farben sind so... Das ist so genau meins. Sehr, sehr alltagstauglich. Wir machen 2 verschiedene Blushes auf mein Gesicht. Und ich nehme passend dazu einen Pinsel von BH Cosmetics. Ich glaube, der war aus der Crystal Kollektion. Welche Farbe nehmen wir denn? Also ich tendiere ja eher so zu den etwas dunkleren Farben. Also das hier. Und da sieht aus, als wäre so ein kleines bisschen Schimmer drin. Wisst ihr was? Wir mischen einfach mal beide so ein bisschen. She's pigmented. Ich setze mir das hier so leicht hin und ich glaube, ein ganz leichter Schimmer ist drin. Aber wow. Richtig schöne Farbe. Geht so ganz leicht in dieses Orangene und passt zu meinen Hautfarben, finde ich, ganz gut. Ich mag ja gerne dieses Peachige, dieses etwas Natürlichere. Ich habe hier 2 kleine Pickel. Don't judge me. Schön. Gefällt mir gut. Das ist so eine richtig schöne, frische Farbe, aber... Eher so ein bisschen gediegener, finde ich tatsächlich. Könnte ich mir gut vorstellen für den Herbst, wenn wir so ein bisschen mit braunen Tönen arbeiten. Auf der anderen Seite. Wow, der Spiegel ist kaputt. Gut, dass ich noch eine bestellt habe. Ach nee, die ist ja für euch. Auf der anderen Seite nehmen wir die Rosy Palette. Blushes, die halten ewig. Ne? Ich bin bei Blushes immer so, okay, da gebe ich doch lieber ein paar Euro mehr aus, weil so wenig Blush, wie ich benutze, das wird einfach Ewigkeiten halten. Ich gehe jetzt auch in beide Farben oder in alle 3. Komm, wir mischen einmal alles durch. Wo sind wir hier denn? Ich habe nur 2 Wangen und 6 Farben. Pinsel ist gut voll. Seht ihr jetzt? Doch, sieht man sogar. Okay, und she's pink. Oh, okay. Lässt sich richtig schön verblenden. Meine Base ist natürlich auch so ein bisschen gesettet. Aber ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, welche Seite euch besser gefällt. Einmal hier die Peachy oder einmal hier die Rosy Seite. Ich persönlich finde die Peachy Seite tatsächlich für mich so ein bisschen passender. Passt ein bisschen besser zu meiner Haut, aber das ist auch süß. Ist immer so schwierig, ne? Man kann sich ja dann immer nicht entscheiden. But she's cute. Ich habe mich gefreut, dass Bella Blushes rausgebracht hat, denn ich erinnere mich an die Palette von ihr, wo ich die eine, da war ja schon ein Blush mit drin und den habe ich geliebt. Wie hieß denn der? Love, glaube ich? Habe ich mega gefeiert, die Farbe. Super Qualität. Und jetzt sind nochmal wirklich 2 Blush-Paletten. Ist schon eine gute Sache. Vor allem, man muss sich dann auch nicht so auf Farben reduzieren. So, will ich Peachy oder will ich Rosy in einer Palette machen? Bella kommt ums Eck und macht 2.
Also mega, mega gut. Jetzt, Freunde, aber die Königsdisziplin, Highlighter. Und da habe ich hier die Goldie-Palette. Die Farbe Glisten sieht richtig, richtig spannend aus. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt. Das sieht so ein bisschen foliert aus. Richtig spannend. Ich swatche euch jetzt hier noch einmal kurz. Ich habe sie ja noch nicht geswatcht. Also wir haben richtig schöne Farben drin. Und ich glaube, ich mische... Die oberste ist für mich, glaube ich, ein bisschen zu dunkel auf der Wange. Wenn, je nachdem, wie das Licht so sieht ist. Ich glaube, ich mische diese beiden hier einmal. Komm, wir mischen einfach alle drei wieder. Geh nochmal in Glow. Okay, here she is. Also Glow ist sehr intensiv. Ganz zart. Und dann, boom. Lässt sich extrem gut einblenden. Das ist nicht so grobes Glitzer. Die Farbe Glow ist sehr, sehr weich. Also ihr seht, das ist ja fast schon wie so ein Spiegel. Ich gebe mir das auch gerne hier noch so ein bisschen über die Augenbraue. So all over the face kann ich mir die Farbe Glow sehr gut vorstellen. Oder aber auch einfach aufs Auge, weil sie halt extrem schimmrig sind. Ich liebe es, Highlighter auf den Augen zu benutzen. Cute. Okay. Das war mir aber auch ehrlich gesagt fast klar, Freunde. Ne? Also da kann man ja nichts falsch machen. Die peachy Seite, favorite. Rosa ist... cute, toll. Ich bin nicht so die rosa Maus. Geh noch so ein bisschen rüber und baue mir das auf. Ich liebe dieses Overblushing. Und dann hier so ein bisschen in die Schläfe rein und an die Nase. Und hier. Sehe ich aus, als wäre ich gerade im Urlaub gewesen? I wish. Jetzt aber, worauf ich am meisten gespannt bin, und zwar die All Eyes on You Lidschattenpalette. Das ist die dritte Palette, die Bella mit BH rausgebracht hat. Muss man auch erstmal schaffen, ne? Richtig schön. Wir haben 1, 2, 3, 4 matte und 4 Schimmerfarben drin. Ich finde ganz spannend die Farbkonstellation, weil ihre erste Palette war sehr, sehr alltagstauglich. Die zweite war alltagstauglich und dann aber so ein bisschen dunkler. Und das ist jetzt wirklich so die Mischung irgendwie aus beiden. Als hätte man beide einfach so zusammen gemacht und hat sehr, sehr schöne Alltagsfarben. Und ich finde, das passt bis jetzt am besten zu Bella. Also so, wie ich sie jetzt wahrnehme. Sehr erwachsen, sehr glamorous so ein bisschen. So rosy und gold und ich liebe die Namen übrigens. Take Care, Cash, Baby Girl, Damn, You Wish, Scorpio, Shorty und Next. Freunde, wir schminken jetzt was Schönes. Und ich glaube, ich beginne mit der Farbe Baby Girl. Ich glaube, ihr könnt euch schon denken, welchen Look ich mache. Ich nehme jetzt einen extra sehr, sehr fluffigen Pinsel, mit dem ich schon mal so ein bisschen vorarbeiten kann. Aber vorher... We don't need creases. Ist es bei euch auch so warm heute gewesen? Ich flippe aus. Und die setze ich mir hier so ein bisschen als Transition Shade hin. Und baue die mir nur so ganz leicht auf. Ich mache zwei verschiedene Looks, glaube ich, heute für euch, Freunde. Wisst ihr was? Ich weiß nicht, nee, das Video, habt ihr das Video schon gesehen? Nee, das seht ihr Freitag erst. Das seht ihr morgen. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. 19 Uhr morgen. Da habe ich eine Lidschattenpalette Review, die alltags massentauglich pigmentiert war. Das habe ich da auch schon erklärt. Ich finde, mittlerweile sollten wir langsam zurückkommen von diesem Boom, Pigment, 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 was niemand mehr verblenden kann. Das hier ist doch perfekt. Ich muss doch hier nichts machen. Farbe rauf, ein bisschen Wischi-Wischi hier links, rechts, zack, out the door. Warum muss es immer dieses so krass pigmentiert sein, dass selbst ich, der jeden Tag mit den buntesten Farben auf dem Auge rumrennt hier zu Hause, Probleme hat, die auszublenden? That's cute. Das reicht doch. Sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich nehme als nächstes einen Pinsel von Bella. Das ist die Nummer 2 und gehe in die Farbe Next. Das ist so ein schönes dunkles Rot. Hat ein bisschen Kickback, ist aber nicht so schlimm. Und das setze ich mich hier direkt mit hinter. Und jetzt seht ihr, schaut mal, es ist doch Pigment da. Bauen wir das Ganze hier nochmal so ein bisschen auf, in die Crease direkt. Und dann komme ich auch gleich ein Stückchen näher ran. Wunderschöne Farbe. Ich liebe es. Das sieht viel, viel intensiver aus als im Fändchen. Ich dachte, das ist hier eher so ein bisschen softer. Ah, not today. Gehe nochmal mit der Farbe vorher hier rein und blende das aus. Und dann nehme ich einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe You Wish. Und gebe mir das hier einfach auf mein bewegliches Lid. Das sieht auch im Fändchen dunkler aus als auf dem Auge. Das ist so ein richtig schöner rosaner Schimmerton.
Cute. Ich nehme noch mal einen Finger und baue das hier noch so ein bisschen auf. Das finde ich toll, dass endlich sich mal jemand getraut hat, eine Palette zu machen, die nicht aus 55 Farben besteht, womit man 1870 Looks machen kann, sondern eine Palette, die für viele Jungs und Mädels funktionieren wird. Nice. Gehe gleich noch mit der Farbe hier unten lang. Bin jetzt noch mal ein kleines Stückchen näher an die Kamera gekommen. Jetzt könnt ihr auch die Farben sehen. Ließ sich wirklich extrem einfach verblenden. Sehr, sehr schön. Ich liebe diesen Schimmerton. Der reflektiert so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, in welche Richtung ich gucke. Als nächstes nehme ich einen fluffigen Pinsel. Der ist jetzt von Essence und gehe in die Farbe Scorpio. Und das setze ich mich hier außen hin. Und das wird ein noch schlichterer Look tatsächlich. Der so ein bisschen. Ich gehe in die Schule. Ich gehe mal kurz meine Bankgeschäfte erledigen. Ich gehe schnell. Ich habe noch ein kurzes Date vorne am Bäcker, aber meine Eltern dürfen es nicht wissen. Date. So, ganz easy einfach. Zack. Schöne Farbe. Die ist sehr kühl, aber nicht zu kühl. Die hat so einen leichten graubraunen Touch mit drin. Und das ist so eine Farbe. I get it. Ich sag ja immer so, so ein paar Farbabstufungen sind ganz gut in der Palette, so wie hier jetzt, also ein helles Rosa und ein etwas dunklerer Ton, damit man das so ausblenden kann. In der Farbe ist aber schon, sind gefühlt zwei Farben mit drin. Eine etwas dunklere, die da bleibt, wo man den Pinsel hingesetzt hat. Und eine, die so ein bisschen heller ist, die man ausblenden kann. Also es sieht jetzt aus, als hätte ich schon zwei Farben auf dem Auge. Ich sag euch ja, BH Cosmetics, ne? Okay, she's cute, sehr erwachsen. Ich nehme jetzt den Pinsel von eben nochmal, aber die andere Seite und gehe in die Farbe Damn und setze mir das. Oh, ist der rot? Oh, stopp, 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 stopp. Ich nehme meinen Finger. Ach nee. Das ist ein Duochrome. Das ist ja irre. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Seht ihr das hier? Je nachdem, wie. So habe ich es gesehen, aber es ist rosa. Okay, ich gehe in die Farbe Cash. Das ist ein normales, schimmerndes. Okay. Sorry. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Mega, aber nicht das für das, was ich gerade. Wobei doch, oder? Nee. Ich habe hier einen halben Pinsel noch gefunden. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Farbe Cash und gebe mir das hier so ein bisschen hin. Und dann blende ich das so ein bisschen mit Damn zusammen. Das ist ja wirklich spannend. Damit habe ich halt gar nicht gerechnet, ne? Weil das so ein bisschen Multichrome ist. Also Duochrome. Habe ich so einen Effekt von Rot und Weiß und Braun. Freunde. Ich glaube, ich habe jetzt gefühlt alle Farben benutzt, außer die helle, die brauche ich jetzt nicht benutzen. Aber ich glaube, das war die schnellste Lidschattenpaletten-Review ever. Was aber nicht schlecht ist, weil ich habe zwei komplett unterschiedliche Looks draus machen können. Und dadurch, dass ich halt hier einfach so einen krassen Reflex drin habe. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel hier, gehe nochmal in die Farbe Cash und setze mir die hier in meinen Inner Corner an beiden Seiten. Ich habe einmal ganz kurz ein bisschen Mascara drauf gemacht. Ich habe überlegt, ob ich Lashes drauf mache. Ich finde, dass es so viel, viel alltagstauglicher ist und so ein bisschen erwachsener aussieht. Also, die Seite ist fantastisch. Schaut mal, dieses rosa Schimmer passt perfekt jetzt auch zu dem Blush. I stan. Jetzt haben wir aber noch drei Glosse-Freunde und ich trage euch einfach alle dreimal, glaube ich, auf die Lippen auf. Wir haben hier als erstes die Farbe Golden Peach. Gruß geht raus an meine Mutter. Meine Mutter trägt ein Parfüm. Nur dieses Parfüm. Das riecht genauso. Ach krass. Ich habe gedacht, dass es viel, viel glossiger ist. So dieses richtige Fädenglossy. Also so ein richtiges Gloss. Das ist aber so ein ganz weiches Gloss, was extrem viel Farbe hat. Also ich wollte einfach mal schauen, wie deckend diese Topper sind. Aber da brauche ich ja nicht mal einen Liquid Lipstick drunter, oder? Liebe den Geruch gerade. Hi Mama. Dann haben wir als nächstes die Farbe No Side Chic. Das könnte so ein richtig schöner Alltagston sein. Der hat jetzt, glaube ich, kein Glitzer mit drin. Es kommt nicht so viel Produkt vom Füßchen runter, finde ich ganz gut. Dann kann man es ein bisschen besser dosieren. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt was seht auf meinen Lippen, weil ich glaube, das ist die exakte Lippenfarbe von mir.
Sieht halt einfach nur aus, als hätte ich genug Wasser getrunken in den letzten 24 Stunden. Was ich definitiv nicht habe. Das ist so ein Everyday Gloss. Dieses Peachige ist so ein bisschen Frühling. Das ist eher so, ich treffe mich heimlich mit meinem Freund beim Bäcker, weil meine Eltern es nicht wissen dürfen. Gloss. Und jetzt haben wir noch einen. Und das ist die Farbe Notice Me. Und die hat auch wieder so ein bisschen Sparkle mit drin. Die ist ein bisschen heller. Ach, das sind keine Lipglosse. Sorry, das sind Lipgleams. Macht Sinn, weil es ist nicht so richtig glossy. Professional hier. Na, ganz ehrlich, für 8 Euro. Das hat auch wieder diese Glitzerreflexe mit drin. Und das sieht dann so ein bisschen voller aus auf den Lippen. Und das, Freunde, waren einmal alle Produkte aus der neuen Bella und BH Kollektion. Ich glaube, ihr könnt euch denken, mir gefällt die Kollektion von allen dreien bis jetzt am besten, weil sie eher so ein bisschen für mich spricht. So dieses Rose und Alltag. Und durch diesen Multichrome-Effekt und diese Glosse, Blushes, damit kriegst du mich eh immer. She's an adult queen now, I guess. Ich mag es gerne, dass sie nicht so übertrieben pigmentiert sind, dass sie wirklich auch jemand, der nicht den ganzen Tag Make-up benutzt, tragen kann. Für manche würden sagen, die sind ein bisschen softer pigmentiert, sagt aber die Schimmerfarbe hier und auch dieses Graubraun gar nicht. Eher so dieses Rosa war so ein bisschen softer, dass es wahrscheinlich auch einfach alltagstauglicher war. Ich liebe die Blushes, vor allen Dingen die Peach-Seite, weil Rosa habe ich tausende, aber peachfarbene Blushes habe ich persönlich hier noch nicht so viele. Highlighter sind auch ganz nett, sehen süß aus, sind auch, doch, sind schon intensiv. Und die Glosse, ich liebe den Geruch. Sieht schön aus. Ich bin gespannt, Freunde, was ihr sagt. Schreibt mir gerne mal ein Feedback zu der Kollektion einmal unten in die Kommentare. Falls ihr was kaufen wollt und es noch gibt, könnt ihr mich gerne unterstützen und Bella gleichzeitig mit dem Code MAXIM10 gibt es 10% für Team Günstmaus auf alles bei BH. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier mit dabei wart. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben und ein Abo. Das kostet euch nichts. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!